I would like to say also, if you can, please check in early, around 8, you already in here, or 7:30. Das war jetzt alles ein bisschen hektisch. Es ist gerade 7:30 morgens. Wir wurden schon abgeholt, weil es zu einer Beerdigung geht. Warum, das erklären wir jetzt gleich in Ruhe. Wir müssen nur jetzt schon los, weil die Beerdigung gleich stattfindet und unser Guide schon wartet. Unser Tourguide hat uns jetzt gerade hier ein Auto zur Verfügung kurz gestellt, um dahin zu fahren. Daniel holt sich jetzt ein Moped, leiht sich eins aus, um hinterher zu fahren. Und pass auf, wir machen das so. Zukunft Daniel und Zukunft Anja erklären jetzt mal kurz, warum wir zur Beerdigung fahren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Vergangenheits-Anja. Wir übernehmen jetzt mal hier an dieser Stelle und bevor wir anfangen zu erklären, müssen wir eigentlich erstmal vielleicht klarstellen, in dem Moment, wo Vergangenheits-Anja gerade im Auto sitzt, waren wir gerade auf dem Weg zu einem Guide und der hat uns 3 Tage durch die Region geführt, in der wir waren. Also super viel passiert, wir hatten nicht viel Zeit, die Kamera einfach mal ruhig hinzustellen und euch in Ruhe zu erklären, was wir eigentlich genau da gerade erleben. Und das wollen wir kurz mal nachholen und euch so eine kleine Einführung in die nächsten 3 Tage geben. Also erstmal, wo waren wir die Tage? Immer noch auf Sulawesi natürlich. Wir waren hier in der Region Toracha. Die liegt im Norden von Süd-Sulawesi und die Region ist besonders bekannt für die Kultur, die dort lebt. Und die Kultur ist, glaube ich, so echt einzigartig in ihrer Lebensweise auf der Welt und die waren wir dort besuchen. 2 Dinge macht die Kultur so besonders. Zum einen, wenn man in die Region reinfährt, ist etwas, was sofort auffällt, die Bauart der Häuser. Gleich in dem Video werdet ihr sehen, wenn wir durch die Region fahren, es sind ganz, ganz viele Häuser, die so aussehen und diese Form haben. Und vielleicht schon mal der Grund, warum das so ist, weil ich glaube, in dem Video erklären wir das gar nicht in den Tagen, weil wir halt, wie gesagt, keine Zeit hatten. Der Grund, da gibt es 2. Einmal eine Legende als Geschichte und als romantische Geschichte. Man kommt vom Himmel, lebt das Leben und geht zurück in den Himmel wieder. Also, dass es halt deswegen so eine Form hat. Die 2. wohl eher realistischere Variante ist die, dass die Vorfahren der Toracha aus China kommen. Und sie kam mit einem Boot und die wollten gerne den Nachfahren etwas dalassen, dass sie daran erinnert, wie sie hierher gekommen sind. Und deswegen haben sie das Dach so gemacht wie ein Boot, damit sie immer wissen, wir haben eine lange Fahrt hinter uns. Die Häuser sind auch alle Richtung Norden ausgerichtet. Es ist also dann nicht so, dass man an der Straße entlang fährt und sie sind wie unsere Häuser die Tür Richtung Straße, sondern immer Richtung Norden. Und das hat die Bedeutung, dass man damals halt ja dachte, die Vorfahren, die kamen vom Süden aus dem Himmel nach Toracha und sind Richtung Norden wieder Richtung Himmel gegangen. Und deswegen hat diese Himmelsrichtung etwas so Besonderes für sie und deswegen ist jedes Haus Richtung Norden ausgerichtet. Achtet mal im Video drauf zwischendurch, wie durcheinander die sozusagen stehen im Gegensatz zu der Straße. Ja, das ist jetzt natürlich nicht das Besonderste an der Kultur. Das ist nur etwas Bildliches, das man mit der Kultur verbindet und auch Fotos. Sobald man das googelt, sind diese Häuser das Erste, was man sehen wird. Aber das wirklich Besondere, warum wir da sind, das erklären wir dann jetzt. Ja, die 2. Besonderheit an der Kultur ist das Thema Tod. Ja. Das ist natürlich, ein Downer, ne? Ja, und zwar, weil sie dort eine 4-Tages-Zeremonie haben für ein Begräbnis. Und das ist so besonders und so einzigartig und so groß. Das ist einfach so etwas Besonderes für die Menschen auf Sulawesi selbst auch. Ja. Dass es dafür bekannt geworden ist. Ja. So. Die Kultur hat einen ganz, ganz starken Glauben an das zweite Leben. Also der Glaube findet ja in verschiedenen Kulturen und Religionen statt, aber da ist es richtig, richtig ausgeprägt. Und deswegen ist die Beerdigung und der Tod so ein besonderer Mensch in dem Leben oder in dem vergangenen Leben des Toten, dass deshalb so eine riesige Zeremonie aufbereitet wird. Und je wohlhabender die Familie ist, desto größer wird diese ganze Zeremonie. Also wie sieht jetzt so eine Zeremonie aus? Das ist das, was wir in dem Vlog auch zeigen werden. Nur werden wir verschiedene Tage nicht in der Chronologie besuchen. Und deswegen wird das keinen Sinn machen, wenn wir es vorher nicht erklären, wie wir es jetzt tun. Also kurz vorweg. Die Beerdigungszeremonien, die kann man als Tourist dort besuchen. Das ist völlig okay für die ganze Familie. Wenn wir es richtig verstanden haben, dann ist es sogar so, dass sich die Familie darüber freut, je mehr Menschen an der Beerdigung teilnehmen, weil dies desto mehr wert ist für denjenigen, der verstorben ist. Also das heißt, dass dem desto mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, wie er gerade auf dem Weg ins zweite Leben ist. Am ersten Tag wird die Leiche in einem Sarg durchs Dorf getragen, um den umliegenden Dörfern Bescheid zu geben, hey, hier findet bald ein Begräbnis statt und so viele Leute wie möglich sollen kommen. Am zweiten Tag findet dann das Gästeempfangen statt und dafür wird extra aus Bambus werden so ganze kleine Häuschen rundum aufgebaut, um Sitzplätze für die ganzen Gäste zu machen. Und der Bau dauert ungefähr 4 Monate von diesen Sachen. Das nur für diese 4 Tage, beziehungsweise 3 Tage dann. Das werdet ihr aber alles gleich noch sehen. Nur schon mal zur Erklärung. Am dritten Tag findet dann eine Büffelschlachtung statt. Der Büffel war damals schon immer Mittel für den Transport.
Und je mehr Büffel geschlachtet werden, desto besser kommt der Verstorbene ins Leben danach, ins also zweite die, Leben. Die Legende besagt sozusagen, dass der Verstorbene auf dem Rücken von den toten Büffeln in sein zweites Leben getragen wird. Und am vierten Tag findet dann das Begräbnis selbst statt. Und jetzt ist es auch so, dass sie verschiedene Arten von Begräbnissen haben. Und in dem Video zeigen wir auch verschiedene Arten. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, hey, warum ist es da im Sarg in einem Haus und hier in einem Stein? Weil sie viele verschiedene Arten von Begräbnissen haben. Es gibt wohlhabende Familien, haben mittlerweile sowas wie so eine Art kleines Haus, wo die Toten beerdigt werden. Das ist die moderne Version. Von der kompletten Familie. Dann gibt es aber auch noch, gab es früher hängende Gräber, die in Steilklippen reingehangen werden. Dann gibt es auch noch Gräber, die in den Stein gemeißelt werden. Und das dauert wohl circa 6 Monate, bis dieses Loch in den Felsen reingehauen ist. Das ist dann mit einer Tür, mit einem Schloss wird das hinterher zugemacht. Und dann gibt es noch eine Art, so wurden früher, mittlerweile wohl nicht mehr, Kinder begraben, die noch keine Zähne hatten. Die wurden damals einfach in einen Baum, eine ganz bestimmte Baumart, wurde ein Loch reingehauen. Da wurde der Leichnam von dem Kind wurde reingesetzt. Das Ganze wurde dann versiegelt mit Palmblättern. Und so hat der Baum sozusagen, ist um das Kind gewachsen und hat das Kind mit in den Himmel befördert. Und diese Viertageszeremonie, die ist so teuer, dass die Leute schon anfangen zu sparen, eigentlich seitdem sie auf der Welt sind. Ja. Wird schon zurückgelegt für die Beerdigung des Menschen, weil ein Büffel kostet umgerechnet 3000 Euro. Es ist einfach so viel mit verbunden. Einmal der Aufbau von den ganzen Bambusgerüsten für die Gäste. Ja. Die Gäste müssen versorgt werden. Die Büffel sind unglaublich teuer. Und je nach Grabform, das Grab ist auch richtig teuer und es muss einfach so viel Geld dafür gespart werden. Und das ist auch der Grund. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir die meisten Antworten in der Insta-Story auch bekommen haben, als wir darüber gesprochen haben. Diese Kosten sind der Grund, warum die Toraja die Leichen, jetzt zum Beispiel von der Oma, nicht sofort begraben innerhalb der 4 Tage, sondern sie sparen erst so lange, bis sie das Geld für die Zeremonie haben. Und das kann zum Teil Jahre dauern. Ja. Und so lange behalten sie die Leiche bei sich zu Hause. Ich lasse das mal kurz sacken. Ja, sie behalten dann die Leiche zu Hause und sparen auf die Zeremonie. Und es ist dann aber so, dass sie diese Person nicht als tot verstehen, sondern solange sie nicht begraben wurde innerhalb dieser Zeremonie, gilt sie nur als krank. Ja, sie liegt dann in einem Raum oder je nachdem im Wohnzimmer, sie ist konserviert, die Leiche, je nachdem auch mumifiziert. Und die Angehörigen sprechen ganz normal mit der Person. Und es wird jeden Tag, wird morgens, mittags, abends, wird Essen reingestellt, weil die Person ist ja nur krank. Und dann wird es hinterher wieder weggeräumt. Und das geht so lange so, bis die Beerdigung stattfindet. Also wir sind dann mit dem Moped entlang gefahren. Sie zeigt auf eins dieser Häuser, die wir gerade gezeigt haben. Und sagte übrigens, da drin liegt gerade eine Leiche, die ist seit 23 Jahren tot und wartet darauf, begraben zu werden, weil die Familie das Geld noch nicht dafür hat. Und noch ein Grund, warum die Zeremonie erst so spät stattfinden kann oder warum die Leichen zu Hause aufbewahrt werden, ist, wenn in der Familie ein Problem war, was noch nicht geklärt war, also sei es jetzt irgendwie zwischen den Eltern, sei es irgendwas, was das Erbe angeht, halt irgendein Problem in der Familie, darf der Tote nicht beerdigt werden. In der Familie muss erst komplette Reinheit sein, dann darf die Beerdigung stattfinden. Und bei einigen dauert es halt, bis es soweit ist. Wir haben auch 2 Familien besucht, die 2 Verstorbene bei sich zu Hause hatten, also nur Kranke. Und die Frage wird in euren Köpfen, glaube ich, aufploppen, hey, ist das nicht voll komisch für die Familien, dass Touristen einfach nach Hause kommen und sich das anschauen? Also das Thema Tod ist dort so präsent in der Kultur, dass das nicht sowas ist wie in Deutschland, wo so, da ist jemand verstorben und steht. Das ist da überhaupt nicht so. Da wird offen drüber gesprochen. Unser Guide sogar hatte zu Hause, wir waren in einem Homestay, ein Fotoalbum von der gesamten Beerdigung, von der Leiche ihres Opas, da stehen halt zum Anschauen für ihre Gäste, wenn die kommen. Das ist was ganz Offenes, worüber die sprechen und womit die umgehen. Und deswegen war das für die halt absolut nichts Komisches. Man muss dazu sagen, der Totenkult geht auch noch weiter, das haben wir gar nicht mitbekommen, aber es wird entweder jedes Jahr oder alle 2 Jahre, werden die Leichen wieder aus den Gräbern rausgeholt, werden neu eingekleidet und es wird mit den Leichen durchs Dorf gelaufen. Aber es ist halt ein ganz anderer Umgang mit dem Tod und das muss man selber erstmal verstehen, wenn man da ist. Ja, also ich muss zugeben, wo ich diesen Vlog geschnitten habe, ich kann vollkommen verstehen, wenn man hier im Umfeld, so wie wir jetzt gerade in der Wohnung sind, als ich das gesehen habe, diese Bilder, war das so, was haben wir da gesehen? Wie creepy ist das denn? Aber als wir in dem Moment da waren, war das voll normal. Ja, man ist einfach in einer ganz anderen Welt vor Ort. Genau, man ist in einer anderen Welt für mehrere Tage. Du bist umgeben von diesem Thema und es ist
völlig normal irgendwie im Kopf, dann das auch zu sehen. Wir haben unseren Guide auch gefragt, es ist alles in Ordnung, dass wir überhaupt zu der Beerdigung gehen, dass wir dort filmen, dass wir die Leichen besuchen und so. Kein Thema, wir sind sogar stolz auf die Kultur und wir freuen uns darüber und das ist wirklich was ganz anderes. Also nur falls die Frage aufploppen sollte, wird das nur für die Touris gemacht. Ja. Das ist keine Touristenveranstaltung, keine der 4-Tages-Zeremonien wird nur für Touristen gemacht, wird auch nicht sowas wie Eintritt verlangt oder so, gar nicht. Ja. So, das jetzt aber erstmal nur als kleines Intro, also als kleines Intro zu dem Video, was jetzt folgt. Wir wollten jetzt einfach mal nur die Infos liefern. Am Ende vom Video gehen wir nochmal auf ein paar Fragen von euch ein, die wir per Instagram Story bekommen haben. Jetzt geht's wieder zurück zur Vergangenheits-Anja ins Auto. Wie mache ich das jetzt zu? Okay, tschüss. Later you can fill it if you have a bottle. Yeah. Teh, pakai gula sedikit. How many people live here in the house? Three. Three. Me, my mom, and my grandmother. Girl power. Papaya. Wo? Wenn morgens aus dem Bett können wir uns eine Papaya vom Baum holen. Ja, also wir sind jetzt hier gerade angekommen. Wir wohnen jetzt hier bei einer Familie, müssen jetzt aber los. Müssen sofort wieder los, deswegen Roomtour später. Genau, die erste Beerdigung kommt nämlich jetzt. Ja. So, Sachen sind gepackt und jetzt geht's los. Jetzt noch ein Leben da und hinter Daniel quasi ist gerade das absolute Blutbad. Hier liegen irgendwie schon 8 tote Büffel liegen hier auf dem Boden. Der ganze Boden ist rot, voller Blut. Das ist schon echt heftig. Die stechen mit einer Machete in die Kehle rein und die versuchen dann natürlich noch irgendwie sich zu halten und rennen so halb durch den Platz, bis sie umfallen. Also der Grund, warum die das machen, ist, weil in deren Kultur ist es der Transport in das zweite Leben, also in das Leben danach. Und ja, je mehr man halt hat, desto besser und je mehr man von den Tieren auch hat, desto höher angesehen ist man hier in dem Dorf. Deswegen, ein Tier kostet hier ungefähr 3000 Euro und hier werden gerade, ich glaube, 13 geschlachtet. Mir ist echt schlecht, muss ich sagen. Ne? Mir ist echt schlecht. Wir gehen jetzt ein Stück. Wir gleich auf dem Weg. Genau, aber auf jeden Fall, das ist ein Zwiespalt zwischen Akzeptanz, dass das deren Kultur ist und sich zu denken, boah, wie könnt ihr nur? Und dann aber wieder halt zu wissen, ja gut, so viel anders sind wir da nicht. Von allen wird jetzt direkt die Haut abgezogen und dann wird das Fleisch wird rausgeschnitten, wird aufbereitet hier auf so Palmblättern und alle Gäste können sich dann hier Fleisch davon nehmen oder abkaufen und das wird jetzt hier dann verteilt. So, und jetzt gehen wir noch direkt weiter. Hier sind nämlich hier in der Gegend sind nämlich auch hängende Gräber. Also das heißt, da werden die Toten erstmal in die Wand aufgehangen in dem Grab. Aber wie das genau aussieht, gucken wir uns jetzt auch erstmal an.
Jetzt sind wir hier in einem hängenden Grab angekommen. Das Grab ist hier oben in dem Berg drin. Und es hat verschiedene Gründe, warum die das Grab da oben hinhängen. Ein Grund ist dafür, dass wenn jemand aus einer höheren Schicht aus der Gesellschaft begraben wird, dass er oft mit vielen Wertsachen in das Grab gelegt wird. Und deswegen wird das so hochgehangen, damit es schwer für andere ist, hinterher an das Grab zu kommen und die Schätze zu stehlen. Und ein anderer Grund ist, dass hier der Glaube ist in der Region, dass dieser ganze Berg, der ist ewig lang, dass er eine Stufe bildet, die oben vom Himmel runterging. Die Geschichte ist so, dass über diese Treppe, über diesen Berg, damals die Vorfahren runtergekommen sind hier in die Region und der Berg jetzt zusammengebrochen ist. Und deswegen nutzt man das jetzt hier als Grab, um wieder nahe dem Ursprung und dem Herkommen der Vorfahren zu sein. Das ist abgefahren. Das ist schon abgefahren. Was auch ein bisschen seltsam ist, hier hängen jetzt gerade noch zwei Gräber, aber es hingen wohl noch ein paar mehr hier oben. Die sind runtergefallen und deswegen laufen wir hier die ganze Zeit vorbei an Skeletten und Totenköpfen und all sowas. Sind wir hier angekommen. Das ist ein Baum, der heißt Babybaum, weil die Türen, die man hier sieht in dem Baum, das sind Gräber von kleinen Kindern. Das heißt hier, wenn ein Kind noch keine Zähne hat, dass noch kein großes Ritual für die Beerdigung stattfinden muss, dann wird es wird hier ein Loch in den Baum gegraben. Das Kind wird so in der Fötusstellung, wird das reingelegt mit dem Rücken zum Haus, wo es gewohnt hat und wird in den Baum begraben. Und dann ist der Gedanke, dass das Kind mit dem Baum die Seele von dem Kind weiter wächst. Eigentlich ein ganz schöner Gedanke für eine Beerdigung. Das ist immer ein ganz spezieller Baum. Das ist einer, wo so eine Art weißer Harz rauskommt. Also sozusagen ein weißes Blut von dem Baum. Und das soll heißen, dass es sozusagen wie die Muttermilch von der Mutter ist und dadurch das Kind auch weiter wachsen kann. Achso, und das Kind, das kommt immer in einer bestimmten Position rein. Das ist immer so eine Fötusstellung mit dem Rücken zu dem Haus, wo es geboren ist, damit das Kind nicht wieder denkt, es müsste wieder zurück zum Haus kommen. Und deswegen findet die Beerdigung auch immer nachts statt, damit das Kind nicht den Weg wieder zurück nach Hause nachvollziehen kann. Achso, diese Tradition wird übrigens seit 1950 wurde das letzte Baby wohl dort begraben und jetzt machen die das nicht mehr so krass, das wollten wir noch sagen. 30 Jahre. Where do we go now? We will see this statue from the other side. Okay, fahren wir. Ich würde sagen, das überlassen wir mal Lenny, ne? Euch das zu zeigen. Wir haben absolut keine Ahnung, wo wir gerade sind. So, where are we right now? We are in the stone roof. Tongkonan with the stone roof. Ah. This? Yes. I
eines der wenigen Häuser, das noch so steht, wie sie damals gebaut haben. Und das Haus ist 700 Jahre alt. Gerade. Das Besondere ist wohl, dass es, das Dach ist aus Steinplatten. Es sind irgendwie über 1000 Steinplatten, machen das Dach. Und die ist jede Steinplatte über 10 Kilo schwer. Eigentlich sehen die so aus, jetzt die Dächer? Ja. Like always, if we want to enter a house of somebody, we should knock first, okay? Now, we do it in a different way. In this place, we have a different rule that you should knock your head to the door or the frame of the door. If you're not doing that or you break the rule, then you will get accident, amnesia, or you will get sick. Did I nailed it? Yes, yeah, you nailed it. Three, okay. One, three. Great. Great. Oh, well, that's too small. So in here is the symbol of darkness. At the past sun, and every wind direction has a meaning. This north area is symbol of holy. So at the past sun, people pray in the front in here, and children sleeping in here. Also in diesem Haus hier haben 10 Leute gelebt und es ist das allerletzte Haus, das noch existiert, ja, mit diesem Steindach. Und hier unten hat niemand gewohnt, sondern das war nur für die Tiere, die die gehalten haben. Gleich fahren wir noch bei der Familie vorbei, der dieses Haus auch gehört. Das ist so krass, ey. She's more than 100 years when she passed away. Wow. So she passed away around 4 years ago. So for Trojan people, if you die, we put all of your belongings inside your coffin that you can use in Puya later. Dass wir jetzt die Leiche da sehen würden, einmumifiziert, damit haben wir jetzt so spontan nicht gerechnet. Das war jetzt aber eine Leiche, die seit 4 Jahren dort liegt und wo die Familie darauf hinspart, die Zeremonie zu bezahlen, die wir heute Morgen gesehen haben. Also diese 4-Tages-Zeremonie. Ja. So, nächster Tag. Entdeckungstour ist natürlich noch nicht zu Ende. Es gibt eigentlich noch viel zu viel hier zu sehen. Daniel holt gerade hier ein Moped. Hier übrigens wohnen wir. Und mit den beiden Deutschen, die sind gestern auch angekommen, mit denen fahren wir jetzt ein bisschen weiter. Nämlich einmal zu einem Markt, wo die Buffalos verkauft werden für die Zeremonien. Und dann noch zu der gleichen Beerdigung wie gestern, nur an einem anderen Tag der 4-tägigen Zeremonie. Ja, nämlich die Beerdigung selber. Boah, siehst du aber, ne? So adventure-mäßig aus. Als wenn ich hier ein Cross-Abend mache. Okay, fahren wir los. Ja, habe ich angemacht. Jetzt sind wir hier gerade mittendrin auf dem Büffelmarkt. Hier stehen die ganzen Büffel bereit, hier werden die gekauft. Und die werden tatsächlich echt nur verkauft oder hauptsächlich für diese Zeremonien. Und da vorne in der Mitte, da steht sogar ein weißer Büffel. Und das ist hier so ein Albino-Büffel und das ist wohl der teuerste, den man hier kriegen kann. Der ist so, liegt so bei 80.000 Euro. Wir haben jetzt hier jemanden gefunden, der recht gutes Englisch spricht und der hat uns erklärt, dass dieser Markt hier zweimal die Woche stattfindet. Ja, dienstags und samstags. Und wenn die Buffalos wieder von da wegnehmen, wo wir es gerade gesehen haben, also wenn der Markt nicht stattfindet, dann legen die Buffalos hier hin mit Gras und warten halt, bis der nächste Markttag wieder ist. Er hat übrigens gerade gesagt, günstigster Büffel 6.000 Euro. Ja. Also nee, der weiße, also der weiße Büffel, Minimum 6.000 Euro und Maximum 60.000 Euro. Es kommt darauf an, wie dick die sind, wie die Hörner sind. Genau, so verschiedene Faktoren, die dann bestimmen zwischen einem Raum von 6.000 und 60.000 Euro. Das ist so abgefahren.
Jetzt hat uns eine Familie eingeladen, hier bei sich zu sitzen, damit wir nicht da draußen stehen müssen und zugucken. Und ich glaube, jetzt werden wir auch zum Essen hier eingeladen. Hier, das faltet man jetzt hier auf. Das ist jetzt der Teller. Okay. Indonesische Pappteller. Tofu mit... Mit was Scharfem, ne? Ja, es ist wieder ein bisschen scharf. Scharf und Peanutsoße. Übrigens wird das alles hier, was ihr hier seht, diese ganzen Sitzflächen und so für die Gäste, das wird hier in diesem Fall 4 Monate gebaut, nur für diese 4-Tages-Zeremonie. Und dann, wenn das hier vorbei ist, machen die das alles wieder platt. Das heißt, morgen wird alles wieder abgebaut. Ja, also das hier kommt ab, das da kommt alles weg. Aber hier jetzt mal Schnitt, hier ist eigentlich echt richtige Partystimmung so ein bisschen gerade. Also die feiern das total. Das ist total krass. Es ist einfach nur richtig laut hier. Die lachen, die bespritzen sich mit Wasser. Das ist so krass hier. Und jetzt kommt es, glaube ich, in eins von diesen Häusern. Das ist eher so ein modernes Grab jetzt. Und der kriegt dann hier so ein schickes kleines Häuschen. Einerseits, wie gesagt, ist so voll die Partystimmung und die sind so laut und machen Krawall. Der Grat zwischen Lachen und Weinen ist hier so. Ha? Ah! Okay. Okay. Bye bye! Bis dann! Bye bye, Simone! Bye bye! Okay, bye bye! Bye bye! Okay. Wie gesagt, der Grat zwischen Freude und Trauer, der ist hier so gerade auf der Beerdigung. Ja, ich glaube, wir sind jetzt auf dem Beerdigungsvideo der Familie drauf. Absoluter Hammer. Sie fährt extra hier Wege lang, wo sie weiß, dass wenig Leute sind, wo coole Aussichten sind, auch wenn die ein bisschen bumpy ist, die Straße. Extra für Lenny. Extra für Lenny und für uns. Gerade in einer Höhle, wo 700 Jahre alte Gräber sind. Und das sieht so krass aus. Also sie hat uns das vorher schon, jetzt will ich es auch für euch mal spannend machen, für uns war es auch spannend. Also sie hat es beschrieben als ihr liebster Lieblingsspot, wo sie hingeht. Und also ich schaue gerade auf ganz viele Gräber und auf verflucht viele Totenköpfe. Ja, okay, jetzt sage ich es euch, jetzt sage ich es euch. Musik.
haben die Gräber auch oben dort reingehauen. Und irgendwann, als es dann zu schwer wurde, sind die Gräber runtergefallen und liegen jetzt hier. Und dann haben die Köpfe einfach genommen und irgendwo reinplatziert oder in Gräber reingepackt wieder. Oder einander gereiht und auf Steine gelegt. Also es sieht aus wie ein Filmset einfach nur hier. Das ist so surreal gerade. Und die sind 700 Jahre alt. Sie sagt halt, das ist noch die richtig traditionelle Art gewesen, wie sie die Gräber gemacht haben. Also die richtig alte Art. Das abgefahren. Jetzt sind wir gerade wieder raus und sind mitten hier drin, was auch so geil aussieht. Wir kommen einfach ein Highlight nach dem anderen. Ja. Also das ist jetzt hier auch wieder so ein Steingrab. Und hier holen die jedes Jahr die Gräber wieder raus. Nehmen die Leichen raus und wechseln die Klamotten. Und das machen die hier jedes Jahr. Einmal im Jahr. Also das ist nichts von wegen so, ja, damals hat man das mal gemacht, sondern das machen die einfach immer noch so. Wahnsinn. Ja, und sie hat uns gerade Bilder davon gezeigt, wie das aussieht, wenn die hier sind und die Leichen rausnehmen und das unbedingt. Und sie hat auch gesagt, die freuen sich, die Leute, wenn sie die wiedersehen können. Und dann wissen die freuen sich, also die Leichen, die Toten, weil sie sich freuen, dass die Besuch bekommen. Für die ist es einfach halt überhaupt nichts Beängstigendes oder Gruseliges oder so. Ja, man hört dich, glaube ich, gar nicht mit dem Ding. Nochmal? Was Schönes einfach für dich, also es war echt irgendwie was so, wie so ein familiäres Event einfach. Wahnsinn! Er braucht schon einen Wäscheständer. I recall the times you said you're sorry. I'm still not sure if you told lies. But I don't care, it's all forgotten now. We're holy when we touch anyhow. Holy when we touch anyhow. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. With the blood. An imminent storm, it's unavoidable, yeah.
but as long as I feel that you see me, I will pay no mind at all. So give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the black guys. Das waren unsere Tage in Tanatoraja. Krasse vier Tage, oder? Ich wette, der Vlog ist viel zu lang geworden. Vor allem unsere Eltern haben gefragt, ey, wie habt ihr euch denn gefühlt da in den vier Tagen, die ganze Zeit von so einem Thema Tod umgeben zu sein? Das war voll spannend, da mittendrin zu sein, das miterleben zu können. Und dass diese Kultur einfach noch so da ist. Das war, also das Gefühl war... Es war so spannend, da zu sein. Wir sind auch solche Art von Menschen, glaube ich, wenn wir irgendwo hinkommen. Wir nehmen schnell unser Umfeld an und wir fühlen uns nicht so befremdlich richtig. Das hat sich angefühlt, in einer Dokumentation mittendrin zu sein. Ich weiß nämlich noch, dass ich ganz damals, lass es Galileo oder irgendwas gewesen sein, wo ich genau über diese Kultur eine Reportage oder Dokumentation gesehen habe, aber ich wusste damals noch gar nicht, wovon die da sprechen oder von welcher Region. Erst als wir auf Sulawesi waren und ich das gelesen habe, dachte ich so, ich habe das doch schon mal gesehen irgendwo. Das kenne ich doch aus dem Fernsehen. Genau. Und das hat sich echt angefühlt, mitten in einer Dokumentation gerade zu sein. Ja, auf jeden Fall, während wir dort waren, haben wir in der Insta-Story gesagt, dass falls ihr Fragen habt, ihr uns gerne Nachrichten schicken könnt und wir das dann hier in dem Video beantworten, weil wir vielleicht auf gewisse Fragen gar nicht gekommen wären, die hier vielleicht zu beantworten. Wir haben euch nicht vergessen. Es kommt jetzt. Jetzt. Die erste Frage. Mich würde noch interessieren, wie viele Touristen noch außer euch bei der Zeremonie dabei waren. Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren bei der Zeremonie 10 bis 15 andere Touristen. Ja, ungefähr. Ungefähr. Ja. Ja, das war jetzt zu schnell Antwort, ne? Wir waren nicht, nicht die Einzigen. Wir waren nicht die Einzigen, das stimmt. Übrigens haben wir auch jemanden von euch getroffen. Ah. Auf der Zeremonie, stimmt. Jetzt weiß ich die Namen nicht mehr. Aber schöne Grüße. Schön, euch getroffen zu haben. Und sorry, war ein bisschen wenig Zeit zum Quatschen irgendwie. Ja, bei der Beerdigung, das war ein bisschen merkwürdig. War vielleicht auch der falsche Anlass für ein erstes Treffen. Ich habe eine Frage, stört die Mitbewohner nicht der Verwesungsgeruch? Ich glaube, das war die Top-Frage. Ja, eine Frage, die in der Art oder anders ganz oft kam. Ja, nee. Weiter. Die konservieren die. Also zum einen haben wir ja die von der Mumie gesprochen. Entweder mumifizieren die Leiche, deswegen riechst du dann nichts. Und bei den Leichen, die offen liegen, denen spritzen die etwas rein, was die Haut ganz schnell wie Holz werden lässt. Ja. Also alle Zellen ziehen sich sofort zu und werden wie so eingefroren und deswegen verwest das nicht so richtig. Ist dann halt wie eine Holzpuppe liegt sie dann da und deswegen riecht die Person nicht. Riecht überhaupt nicht. Ja. Aber das ist die neue Art der Konservierung, also die moderne Art. Früher, vor, weiß ich nicht, 50 Jahren oder noch früher, da gab es die Art noch nicht und ja, es hat gestunken und es hat die Leute tatsächlich auch gestört. Ja. Ich habe mal gelesen, dass die Toraja die Verstorbenen, die sie noch zu Hause aufbewahren, wie schlafende Familienmitglieder behandeln. Wie genau äußert sich das? Liegen die einfach mit im Bett rum? Also im Vlog hast du es dann ja eigentlich schon gesehen, die Person liegt im Sarg. Und sie liegt halt, ich glaube, im hinteren Bereich des Hauses. Das ist auch ein bestimmter Bereich des Hauses, der so für Tod und Dunkelheit steht. Und aber in einem separaten Raum. Die schlafen jetzt nicht unbedingt, wenn der Platz da ist, schlafen sie nicht mit denen gemeinsam in einem Raum. Und ja, sie behandeln sie nicht wie Schlafende, wie gesagt, sondern wie kranke Mitglieder. Und deswegen werden denen halt auch noch Essen und alles hingestellt. Und sie reden mit ihnen auch ganz normal. Ja, also ich glaube, das hat man im Vlog auch, ne? wie unser Guide in den Raum kam und gesagt hat, hey, ne, hier sind zwei Besucher da und mit so einer freudigen Stimme und gar nicht mal so, hallo. Sag mal, wisst ihr, wieso die Häuser von dieser Kultur so eine spezielle Dachform haben? Da steckt doch bestimmt ein Gedanke dahinter, das würde mich mal interessieren. Von Vanessa, schöne Grüße. Hat mal mit mir Handball gespielt. ja, das hatten wir am Anfang auch schon erklärt mit den Häusern, warum sie diese Form haben. Da gibt es halt diese zwei Geschichten und die bestimmten Himmelsrichtungen, die bestimmte Bedeutung haben. Leben, Tod, heilig, dunkel.
Und ja, das war eigentlich dann auch schon die Antwort auf die Frage, auf die Häuser. Das hätten wir gar nicht mehr vorlesen. Das Witzige zu den Häusern aber, es wohnt tatsächlich viele Familien nicht mehr in den traditionellen Häusern, besitzen sie aber für die ganzen Zeremonien, weil es gibt auch die Tradition, dass man sowas wie eine Einweihungsfeier machen muss, wenn man das Haus renoviert. Und Haus renovieren bedeutet, wenn auch nur irgendwas im Haus kaputt geht und man tauscht nur einen Dachziegel aus, dann ist das eine Renovierung von dem Haus und man muss direkt eine große Zeremonie veranstalten, wo man alle Leute einlädt. Deswegen werden die Häuser auch nicht mehr ganz traditionell gebaut. Mit den Dächern früher waren sie aus Stein, danach glaube ich aus Stroh oder Palmblättern. Heute aus Wellblech, hält am längsten. Mich würde mal interessieren, wie die Toten nach so langer Zeit aussehen und wie es dazu gekommen ist, dass die so eine mega lange und teure Zeremonie haben. Ja, wie die Toten aussehen, das haben wir jetzt ja geklärt. Wie es zu der Zeremonie gekommen ist, wir haben die Frage tatsächlich auch schon vor Ort Maiske gestellt, aber sie konnte auch nicht sagen, wie es genau zu der Zeremonie gekommen ist. Einfach, es war schon immer so. So tief in der Kultur verankert ist, ja. Ich hatte die Frage auch gar nicht verstanden, ehrlich gesagt. Wir haben ihr die so vorgelesen und die so, ja, es sind halt 4 Tage, es ist halt eine Zeremonie. Eine Zeremonie, die dauert dann halt bei hier so lange und es war schon immer so und das gehört einfach zur Kultur dazu. Was sie aber gesagt hat zu der Frage, dass die Toradscha generell eine Kultur sind, die gerne so ein bisschen protzen, ein bisschen angeben und dass das ein Grund dafür sein könnte, dass es so pompöse Zeremonien sind, dass es so was Großes ist, um den Status der Familie nochmal zu präsentieren. Was wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, dass Touristen so willkommen sind bei dem Ganzen, dass es nicht fremd für sie ist, sondern dass sie gerne zeigen, wie das alles dabei ist denn egal, ob man Tourist ist oder nicht. Einfach nur, es soll jeder kommen, der gerade da ist und Zeit hat, weil das halt so umso pompöser ist. Aber jetzt fällt mir ein, sie hatte auf jeden Fall gesagt, rein logisch, ja alleine wegen der Zeit. Also wir schaffen das ja nicht alles, den Sarg einmal durchs Dorf zu tragen und einem Bescheid zu sagen, eine Büffelschlachtung zu machen, dann die ganzen Gebete zu machen und die zu begraben. Das würde in einem Tag gar nicht gehen und deswegen haben die es auf 4 Tage gestreckt. Ja. Das ist die Frage. Wie unterschiedlich, ja, lese ich vor. Für die Jugend gucken, ey. Wie trauern sie denn? Wird da auch geweint? Das war so skurril, dass einerseits dann die ganze Zeit so gelacht wurde und halt Party gemacht wurde. Aber als der Sarg dann wirklich rein in dieses Häuschen geschoben wurde, da sind die vor uns die Familienmitglieder, die Frau und die Tochter, die sind dann richtig auf die Knie und haben geweint. Während direkt daneben trotzdem total gelacht wurde und so. Das waren so alle Emotionen gleichzeitig. Und obwohl die Verstorbenen vielleicht mehrere Monate ja schon tot sind, das zeigt das auch nochmal, dass sie die nicht als tot sehen, sondern wirklich nur als krank und erst an dem Tag, wo die Zeremonie stattfindet, dass sie dann erst sehen soll, jetzt ist er tot und dann wird auch richtig getrauert. Das wird wahrscheinlich auch schon vorher getrauert, wenn derjenige stirbt, aber so der richtige Abschied findet für die Kultur erst dann statt, wenn die Beerdigung stattfindet und dann setzt auch wirklich erst die richtige Trauer ein, wo das dann wirklich der letzte Weg ist. Aber das war echt vereinzelt, ich glaube, das waren nur 2 Personen waren das, die auch nur so 5 Minuten und danach haben sie wieder gelacht. Eine Frage für euer Video. Von einem Stier werden unzählige Menschen satt. Sind denn so viele Menschen dort, dass das Fleisch von den vielen Stieren aufgegessen werden kann? Tiefkühltruhe wird es wohl eher nicht geben, oder? Oder wird das Fleisch mit begraben? Das Fleisch wird tatsächlich verbraucht, wird verteilt. Es wird sogar direkt vor Ort der Stier zerlegt in seine Einzelteile, wird bei den Menschen verteilt. Und es sind halt so sehr viele Gäste auch da. Einige, glaube ich, nehmen sich auch etwas mit und haben es dann für zu Hause. Sie essen es dann vielleicht nicht dort. So wird das dann verwertet. Vielen Dank für diese Eindrücke. Gerne. Kann ich aber vorlesen, ne? Eine Frage habe ich ganz spontan. Ist diese Zeremonie immer nur für eine Person oder werden auch gleich mehrere beerdigt? Ich glaube, üblich ist eine Person. Aber ich glaube, mittlerweile machen sie es auch mit mehreren. Also wir hatten ja diesen Baby-Tree gezeigt, wo die Kinder damals vergraben haben. Jetzt ist es nicht mehr so und die Babys werden mit in das Sarg der Eltern oder der Person dann gelegt. Die Frage habe ich sogar auch noch vor Ort gestellt, der Maiske. Und sie hatte gesagt, dass normalerweise, ja, wie du schon sagst, ist die Zeremonie immer nur für eine Person. Sollte es aber 2 Todesfälle in der Familie geben, dann wird zusammen für eine Zeremonie gespart und die muss dementsprechend pompöser ausfallen. Also die muss noch größer sein, die Zeremonie. Ja, das waren auch schon die Fragen, die wir bekommen haben. Wir haben jetzt nicht jede einzelne vorgelesen, aber wir haben geguckt, dass wir, wenn sich Fragen gedoppelt haben, zumindest eine dann davon genommen haben. Die meistgestellte Frage war tatsächlich, ob es denn nicht stinkt zu Hause bei den Leuten, wenn die Leiche im Wohnzimmer liegt. Ja, und eine Frage, die stellen wir an uns selber, weil wir uns vorstellen können, dass einige das von euch haben. Wer war unser Guide? Wo haben wir übernachtet? Gut. Gut getroffen auf dem Moped, oder? Es war ein Tipp von jemandem von euch. Ja. Vielen, vielen Dank, weil sie wirklich genau wusste, irgendwie, ne, wo kann sie mit uns hinfahren, wo ist es am abgelegensten. Maiske hat ein Airbnb und ist selber auch als Tourguide verfügbar und wir packen den Link zum Airbnb einfach unten in die Beschreibung hier. Man wohnt also gemeinsam mit ihrer Mama und ihrer Oma zusammen.
Und also die Tage, die waren, es war wie mit einer guten Freundin einfach nur unterwegs zu sein, wirklich. Solltet ihr durch uns die Empfehlung haben, bestellt schöne Grüße bei ihr, wenn ihr da seid. Bitte, bitte. Outro-Teil, das war's. Das war, ja. Das längste Video vermutlich auf dem Kanal hier. Neben Amazonas. Amazonas war ja auch noch lang. Wir machen jetzt Outro-Time. Vielen Dank für eure Fragen, auch dass ihr so interessiert daran wart und so viele Fragen gestellt habt, auch während wir dort waren. Also wir wurden überflutet von Nachrichten, einfach nur, dass viele einfach auch nur Danke gesagt haben, dass wir das damit teilen. Also das war so schön, wie ihr mitgefiebert habt. Also das hat richtig Spaß gemacht, euch so mitzunehmen, wenn so ein Feedback auch noch direkt kommt. Auch wenn es nicht nur Palmstrand und schön irgendwas war, sondern auch solche Themen. Das war, uns folgen schon die richtigen Leute. Ihr seid definitiv richtig cool. Ja. Jetzt aber Outro-Time. Okay, und die machen wir natürlich aus Sulawesi wieder. Nicht mal dazu sind wir gekommen dort. Wir haben jetzt genug hier wieder im Zimmer gesessen und jetzt kommen wir einmal nochmal mit Lenny mit einer Drohnenaufnahme. Ja. Outro-Time. Lenny, kommst du? Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video aus Sulawesi. Und hier geht's zum nächsten Video aus Sulawesi. Ciao. Tschüss.